Dann mal hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio, neue Aufnahmesession. Und ich werde es jetzt wahrscheinlich so machen, ich werde in einem Stück durchaufnehmen. Musst du kurz mal reinklicken, damit es weitergeht hier. So, und wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Wir haben hier oben unsere Forschung erstmal in Angriff genommen. Haben hier die automatische rote Flaschenproduktion schon mal ein bisschen vorangetrieben. Unser Strom dürfte besser aussehen. Das heißt, wir gucken mal, dass wir hier die zwei Dampfkessel noch aufstellen. Und dann gucken wir nach der Forschung. Flüssigkeitshandhabung jetzt schon. Wow. Und dann müssen wir demnächst schon mit den Grünen anfangen, mit den grünen Flächen. So, die kamen dann hier rein. Warte mal, für grüne Flaschen brauchen wir Fließbänder und Greifarm. Fließbänder waren, glaube ich, relativ einfach. Eisenplatte und Eisenzahnrad und der Greifarm. Dazu brauchen wir Eisenplatte, Eisenzahnrad und elektronischer Schaltkreis. Gut. Das würde ich dann gern wie folgt machen. Warte mal. Wie schaut denn hier unser Kupfer-Output aus? Eigentlich ganz gut. Wir haben hier zwei Kupferförderer. Bin nämlich gerade am Überlegen, ob ich hier noch Nummer 3 und 4 hinsetzen soll. Damit wir hier ein bisschen mehr Kupfer produzieren können. Wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Okay. Dann haben wir jetzt Aufgaben. Aber zuallererst, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Ohne Long Reach ist das wirklich etwas schwieriger. So, jetzt müsste der Strom auch wieder wesentlich besser, wesentlich besser aussehen. Wie schaut es mit dem Dampf aus? Ja. Halt sieht man auch hier. Maximaltemperatur 165 Grad und wir haben 165 Grad. Wasser ist voll, Temperatur, Dampf 200. Ja, das passt. Das passt. Also die zwei, die können hier ruhig eine Doppel-Vierer-Reihe, hoffe ich mal, aushalten. Wobei ich gerade überlegen bin, ob wir dann nicht lieber hergehen. Ja, doch, das machen wir schnell mal. Wir bauen hier auch nochmal zwei, drei Kleinigkeiten um. Na, das war da oben. So, dann bauen wir nämlich hier jetzt die auch nochmal ab. Vier. Dann nehmen wir uns ihn hier zur Brust. Dann die Dampfmaschinen. Hab ich denn noch? Ja, wir können uns noch ein paar Rohre machen. Da sind sie. Denn dort in der Mitte können wir eigentlich Platz sparen. Und auch Material, indem wir das Ganze einfach so aufstellen. So, und wenn wir jetzt Strommangel haben, können wir hier unten gerade den nächsten Viererblock, vier Dampfmaschinen aufstellen. Und auch wieder einen einzigen Strommast in die Mitte und gut ist. So, hier haben wir bald einen Vorrat an roten Flaschen, das ist schon mal gut. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt, dass wir uns hier, du bist Cola, ne? Ja, bist du. Dass wir uns hier eine neue Reihe mit Eisenproduktion machen. Die wir dann ja auch ruhig aufsplitten können. So, dann muss ich mal gucken. Es fehlen Eisenplatten, okay.
Long Reach, wo bist du? So, da wir jetzt ein bisschen aufrüsten, rüste ich bei mir auch ein bisschen auf. Und zwar werden danach hier ordentlich Förderbänder gebraucht. So, wo sind wir dann denn zu Hause? Okay. Und zwar habe ich mir überlegt. Okay, die ersten 5 sind schon mal ready. Setzen wir das Ganze hier an. Vier. So. Kugelschaden 1 beendet. Okay. Dann forschen wir jetzt nach der Kugelfeuerrate. Und müssen noch kurz warten. Da müssen wir noch warten. Hola, Senorita. Du kannst weg und du kannst weg. Den Rest kann ich eigentlich alles dabei haben. Den werde ich früher oder später brauchen. Ich brauche auf jeden Fall auch noch hier ein paar Montagemaschinen. Die sind mir eigentlich schnell genug, die Montagemaschinen. Also da werden wir in nächster Zeit keine Upgrades brauchen. So. Gleich nachschauen, ob der Strom noch reicht. Dann hier mal nachschauen, wie viel Eisen wir produzieren. Und hier könnten wir dann eigentlich, wenn wir dementsprechend genug Stromproduktion haben, könnten wir hier abbiegen. Quatsch, Strom. Wenn wir hier genug Eisenproduktion haben, könnten wir hier ein bisschen abbiegen und könnten hier ein bisschen anders setzen. Ja, wir haben mehr als genug Eisenproduktion. Deswegen wird hier nochmal so einer gemacht. Dann 1, 2. Lauf doch da lang, wo ich will. Und einmal Strom. So. Und rein theoretisch könnten wir es auch so machen, dass wir jetzt hier abbiegen. Dann den schnellen Greifarm hier hinsetzen, die Kiste wieder hier hinsetzen. Dann gehen wir her und setzen hier nochmal eine Fabrik für Zahnräder. Aber eine reicht da nicht wahrscheinlich. Es fehlt Eisen.
Ja. Okay. Sind die schon fertig? Nein. So, machen wir uns mal sechs Fabriken. Also sechs an der Zahl. Nicht das, was du, kleines Schweinchen, eben denkst. Außerdem könnten wir doch hergehen. Machen dann das. Müsste ich den Strommast ein bisschen anders setzen. Kriege ich den dahin? Yep. Sehr schön. Ich nämlich so dahin gehen. Dann nehmen wir uns noch hier ein paar von diesen Greifarmen. So, jetzt Schrotpatronenschaden erhöhen. Elektrische Erzfördere. Okay, dann machen wir das so, was hier hinkommt. Und dann nehmen wir uns eine Holztruhe. Ist ja voll und ganz ausreichend. Zack. Denn dann werden wir jetzt anfangen, Munition zu bauen. Dass wir immer genug Munition zur Verfügung haben. So, außerdem muss ich leider sagen, ich werde jetzt in nächster Zeit ein bisschen sehr mehr darauf achten, dass ich auch pünktlich Feierabend mache. 20 Minuten ist so die normale Folgenlänge. Alles, was drüber ist, ist Luxus. Muss ich leider so offen und ehrlich sagen. Aber dass hier fast 30 Minuten Videos gemacht werden, war ein bisschen zu viel meines Erachtens nach. Dafür nochmal Schuldigkeit. So, dann machen wir uns hier und hier nochmal eine Zahnradfabrik. Einen Platz dazwischen. Warum? Genau, wegen den Strommasten. So. Ah, da. Bin gerade am Überlegen, wie ich das Ganze baue. Und dann könnten wir das Ganze eigentlich hier zusammenführen. Auch wieder mit einem Platz dazwischen. Genau. Zwei und du guckst nach da. So. Ups. Das war hier so nicht geplant. So, dann haben wir Eisenzahnrad und genau. Und dann können wir hier nämlich eine Kiste hinsetzen, einen schnellen Greifarm, wo natürlich der Strom ganz genau nicht reicht. So, dann werden hier Zahnräder und Zahnräder hergestellt und hier werden dann Förderbänder hergestellt. Ach so, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Und
und ein bisschen Kupfer. So, ja, hier oben abgreifen. Haben wir uns auch wieder ein bisschen Vorrat. Hab mich eben schon gewundert, warum wir nichts rausbekommen. Ja, komm. So, Schrotpatronenschaden ist fertig, okay. Dann kommt jetzt die Feuerrate. So, und dann kommen die ersten Förderbänder. Jetzt für das nächste brauchen wir auch wieder Zahnräder, Platten. Die können wir dann eigentlich zusammenlaufen lassen. Und wir brauchen Kupferplatten, die dann aber zu den Schaltplatten, Schaltkreisen gemacht werden. Da brauchen wir auch wieder Eisenplatten. Oh, ich habe doch gesagt, das wird irgendwann richtig scheiße mit Eisen. Rein theoretisch könnte ich hier jetzt alles wegmachen und könnte hier die Eisenproduktion noch ein bisschen vergrößern. Werde ich auch machen. Mach's doch einfach. So, liebe Kinder, wie viel kriegen wir denn hier jetzt rein? Ich habe irgendwie das ganz dumme Gefühl, dass wir hier auch nochmal umbauen müssen. So. Gehen wir hier ein bisschen zurück. So, dann gucken wir nämlich jetzt. Ups, geht doch. Na, bleibst du da. So ist doch brav. So, dann können wir hier nämlich jetzt noch zwei oder drei Öfen hinmachen. Ups. Ja, ich wollte euch jetzt einfach nur mal zeigen, hier gibt's auch Suchfelder. Eins, zwei. Fuck. Eins, zwei, fuck. Genau, so zählt man heutzutage. So. Wie schaut es jetzt dort aus? Okay, da haben wir noch einen klitzekleinen Fehler gemacht. Eisenplatten. Okay. So, dann machen wir hier wieder
den Break rein. Und so. Ugh. Ich sollte es auch direkt dran setzen, dass er auch funzen. So, wie schaut's denn mit der Kupferproduktion aus? Bekommen wir da oben genug Kupfererz? Schaut nämlich nicht so aus. Okay. Machen wir hier haargenau das gleiche wie unten eben bei der Kohle. Und setzen da einfach nochmal zwei Stück hin. So, jetzt müsste es aber eigentlich genug sein, wa? So, und wenn ich so auf den Tacho gucke, dann muss ich sagen, leider war es das dann auch schon wieder für heute. Ja, wem es gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Tüdelü und so weiter, ne? Bye, bye.